Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 25. März 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Wir werden heute in die Tiefe schauen. Ein Seelenblick. Wir schauen hinein in unserem seelischen Bereich. Wenn wir die inneren Gleichgewicht, die Ruhe bewahren können, dann haben wir die Harmonie in uns und genau das bringt uns Glück. Öffnet sich auch eine Tür zum Spiritualität, Hellsichtigkeit. Es werden aber Erinnerungen da sein, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft, die Vergangenheit. Die Vergangenheit löst Unsicherheit aus, sogar Angst wie Verlustangst. Und diesen Gefühlen blockieren, besonders was die Liebepartnerschaft zurzeit betrifft. Also diesen Gefühlen loslassen hat mit der Gegenwart gar nichts zu tun. Wir werden eine Nachricht erhalten. Diese Nachricht kann ein Traum sein oder ein Albtraum. Wenn das ein Albtraum ist, und wir haben ein ungutes Gefühl dabei, dann lieber nicht beantworten. Wenn aber das mit unserem eigenen Ängste was zu tun hat, dann ist es wirklich sehr wichtig, diesen Gefühlen sofort verabschieden. Dann kann diese Liebesnachricht ein Traum wahr werden lassen. Lebt euren Träumen. Wenn ihr dabei ein gutes Gefühl habt und könnt ihr ihm vertrauen, dann wird ein Traum wahr. Aber verabschiedet von euren Ängsten, weil das blockiert und das wirkt zurzeit im Liebesleben. Es nähert sich etwas. Die ganze Bewegung geht in eine Richtung, was ihr in die kommenden Wochen und Monaten erlebt. Und das sind euren Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Wenn ihr zu viel Angst habt, dann blockiert das alles. Wenn ihr von Angst loslassen könnt und kommt in Vertrauen, euren Wünsche wird wahr. Weil in die nächste Zeit kommt genau das in Form, ein Traum wird wahr. Vorausgesetzt ist, ihr habt Wünsche, ihr setzt es im Ziel und ihr konzentriert drauf, dann kann ich euch mit 100%igen sagen, ohne Angst wird das zum Erfüllung gehen. Und das war denn der Ausblick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen.
Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.